Ja, Freunde, genauso habe ich mir den Weltuntergang immer vorgestellt. Strahlend blauer Himmel. Seid fröhlich in der Hoffnung, beharrlich im Gebet, dankbar in aller Bedrängnis. Macht einander Mut, ladet gerne Gäste ein, sagt es allem, dass Jesus sie liebt. Ich zitiere aus Hebräer 12, Vers 26b. Ein Zitat aus Haggai 2, Vers 6. Noch einmal will ich erschüttern, nicht allein die Erde, sondern auch den Himmel. Dieses noch einmal aber zeigt an, dass das, was erschüttert werden kann, weil es geschaffen ist, verwandelt werden soll, damit allein das bleibe, was nicht erschüttert werden kann. Darum, weil wir ein unerschütterliches Reich empfangen, lasst uns dankbar sein und so Gott dienen mit Scheu und Furcht, wie es ihm gefällt. Denn unser Gott ist ein verzehrendes Feuer. Ab Kapitel 13 noch der erste Vers. Bleibt fest in der brüderlichen Liebe. Gastfreien zu sein, vergesst nicht, denn dadurch haben einige ohne ihr Wissen Engel beherbergt. Das sind doch Perspektiven. Ja, übermorgen soll angeblich der totale Ausnahmezustand kommen. Jetzt bin ich mal gespannt, wie ich das dann regel. Aber als wahrscheinlich immer noch einer der freiesten Menschen überhaupt, fällt es mir schwer, mich ernsthaft zu sorgen. Denn wir haben einen fantastischen Gott, der jetzt richtig reinhaut, um Leute zu sich zu ziehen. Um wieder zu sagen, hey, mich gibt's auch noch, vertraut auf mich. Und das ist das ganze Ding. Das ist das perfekte Ding, was gerade läuft. 2020, fantastisches Jahr aus meiner Sicht. Tut mir leid, dass es da ein paar Grippetote gab. Aber macht euch nett, Kirre, Leute. Es ist eine fantastische Zeit. Und Gott will, dass ihr mit ihm Frieden schließt. Und die Möglichkeit gibt's jeden Tag aufs Neue. Macht euch keine Sorgen. Bis denne.